Ey, ihr geht mir alle so auf den Nerven. Jungs, wir gehen am Klamottenladen, stehen vier von denen, wir gehen die einpacken. Ja, okay. Okay, jetzt zieh ich mich weg, Jungs. Jetzt hier keine Antwort kriege, verlasst ihr nie wieder die Parkplatz. Was ist damit? Ich will eine Antwort. Ich will generell eine Antwort haben. Ich will wissen, warum wir einen Krieg führen. Wenn du mir keine gute Antwort gibst, ich töte euch. Jetzt hier auf Mordstelle. Ich hab die Schnauze voll. Lass mich nicht verarschen. Ja, dann lass uns wieder Ja, okay, ist gut, scheiß drauf, ich hab ne Knarre. Also, ihr habt das mit den Brokers mitgekommen, bla bla bla. Er hat mir gesagt, also indirekt haben die uns gesagt, sie haben keinen Bock mehr auf die Scheiße, das ist Zanes Ding. Und dann wurde mir gesagt, dass, mir wurde quasi vorgeschlagen, dass ich oder Frank ja mal mit Zane reden können. Ja, das wissen wir schon. Und, warum nicht Jan? Verstehe ich nicht. Ich auch vermute, nicht. Weil Chan gestern 15 Mal gesagt hat, dass er sie töten. Dass das hab ich gesagt! Das hast du auch gesagt. Ich bin der Böse. Erzähl weiter. Nein, Digga, das sag ich doch gar nicht. Das ist doch nicht meine Meinung. Das passt schon. Digga, das ist gar nicht meine Meinung. Ja. Was mir aber auch einfällt, ne? Ich bin doch froh, dass die Angst vor dir haben. Ja, wir haben Angst. Also ich spiel voll. Und dort sind noch im Auto. Wo fährt eigentlich das scheiß Auto hin, Digga? Digga, ich hab die ganze Zeit gefragt, deswegen kümmer du dich drum, Mann. Ich hab keinen Bock mehr. Das? Ja, Finn und Sky, Digga. Genau. Ich hab denen gesagt, die sollen hier bleiben, die fahren natürlich weg, Digga. Team FIB, Digga, wie immer. Ja. Jetzt sind sie auch noch gegen die Mauer gefahren. Wir wollen noch irgendwas regeln, Digga. Hallo, Leni, komm mal her. Ey, ihr geht mir alle so auf den Nerven. Jungs, wir gehen am Klamottenladen, stehen vier von denen, wir gehen die einpacken. Ja, okay, jetzt zieh ich mich gleich hier um, ist überhaupt gar kein Thema. Ja, warum ja, wir haben ja alle schon deine Hä, ist doch gesehen. Scheiße, egal, wer wir müssen doch wissen, wer wir sind. Wo bist du? Komm. Wir packen die alle vier ein. Ja, dann. Ja, Leute, ich hol Camacho. Guck, Finn, guck, ob die immer noch da sind. Digga. Was ist denn jetzt? Warte jetzt. Ja, fahr, Jalla. Einer vorne drin, Jalla, einer hinten. Jalla, auf geht's. Okay, los. Und dann noch mehr? Nee. Okay. Passt, bleib hier stehen. Lass die Waffen erstmal stecken, Jungs. I got my eyes on you. Hi. Ah? Wer von euch sind Brokers? Hallo? Kommt ihr mal bitte mit auf den Parkplatz? Warum? Weil ich euch bitte. Ich will euch nichts tun, ich will, dass ihr mitkommen. Ja, okay, klein. Danke. Korrekt. Ohne Dummheiten, ne? Ja, normal. Ich bitte auch. Ja. Ist Zane bei euch? Nein, das, oder? Nein. Ja, parkt mal die Autos anständig auf dem Parkplatz, Jungs. Camacho, Neon. Ja, parkt mal die Autos anständig. Parkt die Autos. Keine Rabauken hier. Kannst du den Helium fahren? Schubidubidu, schubbeba. Afro Johnny, was geht da? Ich will nur kurz mit euch reden. Guck mal. Ich weiß, eure Philosophie wäre jetzt, oh, da sind vier vom Kiez, die stechen wir ab, aber unsere nicht. Wir könnten euch jetzt richtig in den Anus bumsen, euch von einem Berg runterschmeißen oder sonst irgendwas, machen wir aber nicht. Wenn ihr das nächste Mal den Auftrag kriegt, sowas zu machen, überlegt bitte zweimal, ob ihr das macht. Denn die, die ihr dann fickt, haben euch nicht gefickt, obwohl sie es gerade könnten. Steht ihr hinter allem, was euer OG sagt? Ja. Yeah. Müssen wir, sonst wären wir ja nicht da, oder? Müssen wir oder ihr seid überzeugt? Also, wir sind überzeugt. Hi. Also, hi. Findet ihr das, also ihr findet, warte mal kurz, ich lass mich mal bitte kurz mal. Ihr findet einen Krieg zu führen aufgrund dessen, dass eine Person durch eure Rot gefahren ist, ist legitim. Das macht Sinn. Da steht ihr hinter. Einen Krieg. Ihr wisst, was ihr Krieg findet ist. Es legitim, den Krieg weiterzuführen, wenn ihr zweimal komplett auf dem Boden wart, Digga. Ich will euch ja nicht fronten oder so, aber das ist Fuck. Ihr wisst schon, was Krieg heißt. Uns einzeln einzupacken, Digga. Gibt euer Leben dafür, dass ein Mann, ein Mensch euch sagt, wir schießen auf Menschen, weil die durch eure Hut gefahren sind. Also soweit ich weiß... Wenn ihr sagt, Krieg weiterführen, Digga, dann kann ich euch alle vier jetzt umbringen, Digga. Juckt mich null. Das machen wir nicht, siehst du? Wir warum? Hätten auch Jaden vorhin ab hier töten können. Das ist der Krieg, der und seine Abholung, nee, seine der Abholung, die kommt, hätten wir auch töten können. Wir führen keinen Krieg. Wir sind Bauern auf dem Schlachtfeld.
Richtig. Aber wir müssen die ausführen. Aber du opferst doch nicht dein Leben, weil irgendeiner durch deinen Schaden fährt. Was ist denn los mit dir? Ey, es geht ja nicht. Es geht ja. Hey, lass mich bitte. Es geht ja nicht darum, dass jemand durch die Straße fahren ist. Ich meine, es ging darum, dass ihr oder dass die Personen, die da durch die Straße gefahren sind, extrem provoziert haben. So, wer hat da einfach durchgefahren, alles gut, aber die sind ja irgendwie stehen geblieben. Aber egal. Die Leute, die seit gestern erst dabei sind. Warte mal, dabei? Seid ihr geborene Brokers? Ist irgendjemand von euch geborener Broker? Nein, Digga. Nein. Warum trefft ihr so eine dumme Entscheidung und legt euer Leben in die Hände, wo ihr morgen tot sein könnt? Was? Das Zellen weiß, was er macht. Glaubst du, dass er weiß, was er macht? Bist du dir sicher, dass du das Digga, glaubst? Ganz schwierig. Ist das nicht schwierig? Ja, wir brauchen hier auch jetzt nicht weiterreden. Wir warten jetzt einfach, dass er sehen sollte. Gerade ja, aber du aber dabei? Überhaupt nicht zu entscheiden, Digga. Ihr behandelt unsere Leute wie Fotzen, wenn ihr in der Überzahl seid. Ihr seid dann richtig geil und krass, Digga. Du hast mir gar nichts zu sagen. Komm mal runter von deinem Ross. Wir sind richtig korrekt zu euch. Eigentlich müsstet ihr hier liegen und ausbluten. Und das weißt du auch. Und das dank eures Saints, der alles weiß und genau weiß, was er tut. Soll ich sagen, was ich mit euch normalerweise machen würde? Ich würde euch alle aufschlitzen, töten und hier ausbluten lassen. Geil. Dann war ich nicht da bei der nächsten Aktion, wo ihr gekommen seid. Aber basiert wahrscheinlich darauf, dass du, als du bei uns in der Hood warst, erzählt hast, wenn nochmal was sein sollte, kommt ihr rein und es wird nicht mehr geredet, richtig? Richtig. Es war alles gecallt. Ich habe dir das alles gesagt. Ich habe euch vorher gesagt, dass wenn sowas nochmal passiert, ohne dass gesprochen wird, wenn wieder jemand einfach so angegriffen wird, ohne dass gesprochen wird und sonstiges, dann ficken wir ohne zu reden. Ja. Haben wir das einmal gemacht. Dein Call, richtig. Dann habt ihr gestern uns wieder versucht anzugreifen. Wir haben euch wieder gefickt. Und was soll jetzt noch passieren? Also theoretisch könnten wir euch jetzt hier alle wegballern vor Ort und dann haben wir schon mal 5 Probleme weniger. Verstehst du, was ich meine? Wo endet das? In 2 Tagen wieder neue 5 Probleme, aber... Ich wollte gerade sagen, wir haben dann jedes Mal Aktion, Reaktion, Aktion, Reaktion. Nee, das meinte ich gar nicht damit. Nein, von euch. Euch, wir haben seit dem Tag, einmal sind wir zu euch gekommen und haben ein Statement gemacht. Digga, ihr habt an einem Tag 3-4 Mal Leute von uns angegriffen. Und gestern habt ihr auch uns angegriffen. Gestern habt ihr mich eingepackt, Digga, auch voll behindert, Digga. Ich bin eine Sekunde aus meinem Hotelzimmer gekommen und ihr steht da schon. Labert mich bitte nicht voll, Digga. Was wollt ihr denn? Sag mal, was ihr wollt. Ja, genau. Das ist tatsächlich eine Sache, da müsst ihr mit Zane reden. Ah, ja. Ja, aber was denkst du denn, könnt ihr wollen? Theoretisch haben wir euch so gefickt, dass wir jetzt alles von euch nehmen könnten. Wir könnten jetzt sagen, verpisst euch aus eurer Straße. Wir nehmen eure Dealer, wir nehmen eure Frauen. Das könnten wir jetzt alles tun. Jetzt gerade, in diesem Moment. 20 Minuten später. Hau raus, Frank. Ich habe eine Frage an euch. Alle jetzt, wo ihr hier steht vor mir. Was habt ihr denn von eurem OG gesagt bekommen, was ihr mit uns machen sollt? Oh Leute, ja, schießen muss keiner mehr steht, hat er gesagt. Was? Sollt ihr das immer machen, wenn ihr uns seht? Wenn Zane das sagt, ja. Also wäre jetzt doch eine Situation, wo ihr das machen müsstet, richtig? Er hat nicht gesagt, aber dass wir es machen. Er hat uns gesagt, was ist das für ein Bullshit? Was sollt ihr machen, wenn ihr auf uns trefft? Das ist eine ganz einfache Frage und kein Bullshit. Hör mal auf, so respektlos mit mir zu reden. Er hat gesagt, dass wir Füße stillhalten sollen erstmal. Heute war die Ansage, Füße stillhalten. Füße stillhalten. Was muss passieren, damit das aufhört? Das musst du Zane fragen. Wir können das doch nicht entscheiden, Mann. Ihr müsst mir eine Antwort geben, sonst baller ich euch jetzt alle weg. Okay, sag dir ganz ehrlich. Ja. Er hat gesagt, wir sollen abbauen. Worauf? Ich weiß es nicht. Was er zu sagen hat dazu. Habt ihr gestern gehört, was er gesagt hat, was wir sind? Wir sind Fotzen, wir werden sehen, er wird uns alle ficken, richtig? Ich brauche jetzt hier eine Antwort. Wenn ich jetzt hier keine Antwort kriege, verlasst ihr nie wieder diesen Parkplatz. Was ist damit? Ich will eine Antwort. Ich will generell eine Antwort haben. Ich will wissen, warum wir einen Krieg führen. Wenn du mir keine gute Antwort gibst, ich töte euch jetzt hier auf Ortstelle. Ich habe die Schnauze voll. Lass mich nicht verarschen. Ihr seid doch nicht alle geisteskrank und rennt irgendjemandem hinterher. Das gab's schon mal. Es gab's schon mal auf der Welt. Ganz oft. Nein. Halt meine Fresse hier. Ich rede. Ihr kämpft nicht um die Dealer. Ihr kämpft um gar nichts. Was? Ihr kämpft um die Dealer? Ihr kämpft um die Dealer? Ja. Ganz richtig. Hey, stehst du hinter dir? Alles klar, ganz der kurz, Kampf beginnt in 5 Sekunden. Ihr habt 5 Sekunden Zeit. Geht auf uns los, ich will das sehen. Auf der Stelle, los! Die Hunde! Ah!
Weiter, weiter. Wo sind die hin? Keine Ahnung. Warte. Okay. Egal, entspann dich jetzt. Wir gucken, was jetzt passiert. Holen Helis am Arsch. Hier am Tatort mäßig. Nö. Ja, ja, auch schießt rein hier. Ja, ja. Ist aber nicht unser Ding. Ey, das sind Brokers. Das sind Brokers, die unsere Jungs attackieren. Der Goss, knallt den ab. Verwahrstellen, verwahrstellen. Nur einer.